Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir spielen Icarus. Wir sind dabei, uns neue Rüstungen und neue Waffenwerkzeuge zu erstellen. Da geht es heute weiter. Wir sind in der letzten Folge nicht ganz fertig geworden. Und ich war jetzt nochmal eine größere Runde auf Luthor, habe jetzt nochmal Eisen jeglicher Art gefarmt. Und dann hatte ich hier drüben, in dem Gebiet, wo ich hinschaue, noch einen, ich weiß nicht, ob es einen Wolf-Boss war. Auf jeden Fall war es ein Wolf namens Shakua, der Schläfer, mit einem Wolfsrudel. Wollte ich natürlich gerne mit euch gemeinsam machen. Ich hatte ihn aus Versehen angelockt, beziehungsweise das Rudel ist wirklich auf große Distanz aggro geworden. Hatte mich schnell ausgelockt, wieder eingeloggt. Ja, nun sind sie leider weg. Schade eigentlich. Hätte ich gerne mit euch gemeinsam erledigt. Oder sie uns, man weiß es ja nicht. Wäre auf jeden Fall sehr interessant geworden. Vielleicht kommen sie wieder. Wir werden sehen. Ja, wir hatten uns den Recurve-Bogen gebaut. Und dazu noch 20 Pfeile. Das ist natürlich ein bisschen mager. Da wollen wir heute noch ein paar mehr bauen. Und dann das Platinmesser und die Platin-Spitzhacke. Die beiden Werkzeuge hatte ich mir jetzt als Platin oder im Status Platin freigeschalten. Brauchen wir noch Platin-Block und gehärtetes Leder. Veredeltes Holz ist kein Problem. Das haben wir schon zu Genüge da. Gehärtetes Leder, das ist natürlich wieder eine Herausforderung. Da brauchen wir entweder Leder und Bienenwachs oder Leder und Samenöl. Okay, Samenöl, das bekommen wir hin. Bienenwachs, das bekommen wir leider noch nicht hin. Und Samenöl macht man jetzt einfach hier aus irgendwelchen Samen. 15 Stück kann man eine Puddel Öl rauspressen. Gesagt, getan. 23 sind es geworden. Dann tun wir uns jetzt erstmal die ersten gehärteten Leder überhaupt herstellen. Herstellung läuft. In dem Atemzug muss ich selbst nochmal schauen. Wir wollen uns natürlich noch ein paar weitere Pfeile herstellen. Da brauchten wir Carbonfasern. Genau, Carbonfasern und Platinblöcke müssen wir noch aggro mitbringen. Ich hoffe mal, dass es reicht. 24 Platinblöcke für die beiden Waffen. Den Ofen hatte ich jetzt auch nochmal umgebaut. Wie gesagt, hier den kleinen Ofen habe ich aus der Ecke rausgenommen, die beiden Schränke reingesetzt, den größeren Betonhochofen etwas nach drüben verrückt. Nun sieht es doch etwas, ja, schöner aus, nicht mehr so gequetscht. 24 Platinblöcke. So, 15. Oh, wir haben insgesamt noch 15. Da würde ich sagen, maximal das Messer. Das bekommen wir hin. Dann brauchen wir Carbonpaste. Ihr seht, ich habe mir auch inzwischen einen zweiten Mörser gebaut. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich möchte in dem einen jetzt hier, in dem linken, möchte ich so Sachen wie das Öl oder Mehl, Baumharz herstellen und in dem rechten halt jegliche Dinge anderer Art. Carbonpaste rausgenommen. Müssen wir noch fix durchlaufen lassen. Dauert ein Momentchen. Dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht schon die Rüstung herstellen können. Ein paar gehärtete Leder müssen wir aufheben. So, die Rüstung. Ich mal mit dem Oberteil anfangen. Gehärtetes Leder. Brustpanzer. Auch 13 gehärtete Leder und Platingewebe. Platingewebe aus Wolle, Platinblech oder aus Fasern und Platinblech. Platinblech. Ja, müssen wir erstmal wieder freischalten, herstellen. Technikbaum, Rang 3. Hier haben wir schon Platinblech. Freigeschalten, 2 Punkte haben wir noch. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass das mir mal alles komplett durchläuft. Platinblech. Stahl, Eisenbahn, Titan, Gold,
Aluminium. Ach so, Platin. Wir haben ja die Platinblöcke einstecken. Oh, das ist wirklich sehr, sehr rar, was wir da haben. Platinblech. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal los. Da müssen wir noch mal los, Platin besorgen. Ist natürlich die Frage, wo tue ich denn Platinblech herstellen? In der Bearbeitungswerkbank? Ja. Gut, kommen 4 Stück raus. Das ist schon mal sehr gut. Stellen wir uns erstmal 2 Durchläufe her. 8 Stück. Dann wird noch Fasern benötigt. Platingewebe. Ja, wirklich sehr ressourcenfressend, aber macht natürlich Spaß. Auch das Looten macht dann richtig viel Spaß. Man weiß endlich, was man mit den ganzen Materialien machen soll. Oder wozu man sie überhaupt benötigt. Zuvor hatte ich es ja einfach liegen lassen, weil man wusste noch gar nicht, wann oder wozu man sie braucht. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Messer hinbekommen. Brauchen wir 12 Blöcke. Wir haben mal Stahlbar noch drin. Ich dachte, das ist jetzt auch noch Platin. Nee, eingehärtetes Leder und ein veredeltes Holz oder beziehungsweise 2 veredelte Holz. Dann nehmen wir uns den ganzen Stack mit. Das Leder nehmen wir kurz raus. Gehärtetes Leder, 23 Stück. So, Platinmesser. Hat ein paar Pünktchen mehr als unser Stahlmesser. Und da ich da sehr oft damit kämpfe, denke ich mal, wird sich das bezahlt machen. Nahkampfschaden 66 bis 70. Das Stahlmesser 58 bis 65. Und beides gleich bei Ertrag beim Häuten. So, Platinmesser ausgerüstet. Stahlmesser räumen wir gleich um. Den Bogen, da wollten wir uns noch weitere Pfeile herstellen. Dann werden wir den auch mal ausrüsten. Falls uns wieder Shakur über den Weg läuft. So, Carbonfasern hergestellt. Stück sind 40 Pfeile, ja. Ne, 60. Ach ne, 20 hat man schon. Na klar, 20 hatten wir doch schon. Ich rüste die jetzt erstmal mit aus. Machen wir es mal auf, legen wir es mal auf den 0. Das ist der Bogen halt für den Fall aller Fälle. Haben wir jetzt das Platinmesser neu ausgerüstet, den Bogen haben wir jetzt neu ausgerüstet. Und jetzt können wir ja schon mal anfangen, den Brustpanzer zu bauen. Gehärtetes Lederset oder gehärtetes Lederbrustpanzer. Herstellen. Hergestellt. Was wird benötigt? Platingewebe und gehärtetes Leder. Gehärtetes Leder fehlen uns Samen und ja, Platin. Da haben wir doch heute schon mal eine kleine Mission. So, Brustpanzer ausgerüstet. Das Messer, der Brustpanzer kommt in den Schrank. Ja, ich nehme euch da gerne mit. Ihr merkt es ja schon, dass wir nicht nur Guides machen oder Vorstellungen. Nein, ganz normales Gameplay, wo ich natürlich das spiele, direkt die Aufnahme starte, was ich gerade jetzt hier so tue. Und wenn es Bauen ist, Materialien von A nach B schleppen, dann. Ja, dann mache ich das gerne als Video. Und ich hoffe mal, euch gefällt das natürlich.
Ja, die jetzt auch meine beiden Schränke hochgeschleppt. Denn wir wollen auch denk mal, in den nächsten ein, zwei Folgen, wir haben hier den Raum nochmal umgestalten. Hier habe ich ja mein Bett drin. Das wollen wir dann ganz oben in den Dachbereich setzen. Und dafür werten wir uns dann hier diese ganzen, ja, alle nicht, aber mal gucken, was wir bauen. Die Möbel für Gemütlichkeitsbonus mit reinsetzen, dass es da uns wirklich schön gemütlich wird und wir einen ordentlichen Bonus beim Schlafen bekommen. So, wir haben die Spitzhacke, die muss ich nochmal reparieren. Geht nicht, da fehlt Eisenbahn, Stahlbahn. Stahlbarren. Ist repariert. So, jetzt haben wir die beiden Bögen dabei. Wir haben ein frisches Platinmesser. Wir haben einen frisch oder eine frisch reparierte Stahlspitzhacke. Wir haben noch Wasser. Wir haben Sauerstoff. Wir haben Nahrung. Konsumieren. Dann haben wir hier den gegrillten Süßwasserfisch. Konsumieren und sagen vielleicht hier noch ein ganz normales Stückchen Fleisch. Ja, dann lasst uns mal eine Runde gehen. Vielleicht finden wir Shakua wieder. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, der ist despawned. Ach ja, jetzt, Moment. Bevor wir losgehen, ich wollte nochmal die Mauer neu setzen. Die Holzmauer ist ja komplett zusammengefallen. Da wollte ich gerne noch jetzt eine Steinmauer ziehen. Da brauchen wir Steinwände. Da haben wir ja überhaupt keine mehr. Hat man alle mitgenommen. Da fehlen uns Eisennägel. So, 12 Stück, das könnte fast reichen. Ich gucke gerade, es hängt am Holz. Nur noch ein bisschen Holz reinpacken, dann können wir noch weitere bauen. Machen wir einfach auf Drücktor, oder? Das kann jetzt durchlaufen. 17:57. Ach, jetzt müssen wir auch noch schlafen gehen. Irgendwas ist immer. Aktivieren, hauen uns ins Bett. Ein neuer Morgen. Haben wir wenigstens den Gemütlichkeitsbonus? So, die Wände laufen noch durch. So, gehen wir mal los. Wir brauchen auf jeden Fall, ich weiß, wohin wir gehen. Wir brauchen Platinerz. Eine Höhle weiß ich direkt noch, wo sich die befindet. Ich habe jetzt auch diese Höhle hier bei J6, die habe ich aufgemacht. Da war im hinteren Bereich eine verschlossene Wand. Jetzt, wo ich es wusste, habe ich sie gefunden. Aufgeschlagen und da ist auch eine Menge, also wirklich eine große Menge an Eisenerz drin. So viel konnte ich jetzt gar nicht mitschleppen. Platin und was war es denn noch? Gold, Aluminium. Das hatte ich dann schon alles mitgenommen. Und wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, da habe ich immer von Weitem schon ein großes Loch in der Felswand gesehen. Also dort gibt es auch eine Höhle und da gehen wir heute mal hin. Checken wir mal unseren Bogen. Der ist startklar. Pfeile sind aufgelegt. 44 Stück.
Nee, das passt nicht. Jetzt haben wir sie. 60 Carbonpfeile. Und wir könnten auch mit diesem Bogen... Na klar, warum denn nicht die Knochenpfeile verschießen? Der Bogen hat schon mal mehr Power. Da war ich ein bisschen... ein wenig durcheinander. Ich war so der Ansicht... Jetzt, wo wir die Knochenpfeile haben, aber der Bogen. Der Bogen hat es rausgerissen. Ein Schuss war der Jaguar platt. Hm, 20 Rumpsteck. Ja, nun ist natürlich das Messer ein bisschen schade zum Knochenfarmen. Switche ich kurz mal die Bögen um. Den Bogen nehmen wir raus und ins Inventar. Ja, eigentlich sind wir nicht zum Jagen da. Wir brauchen Platz im Inventar. Ich habe zwar vom Jaguar das alles mitgenommen, als es angeboten hatte, ich jetzt... sehe ich gerade dieses Höhlen noch gar nicht mehr. Aber es muss hier drüben in der Wand sein. Kann es sein, dass es was geradeaus ist? Dass wir das bloß von Weitem als Loch gesehen haben? Eine Gams. Eine Gams, den Wolf. Hier untersuchen. Oh ja. Es klang, als wenn ihr was hechelt. Ja, da bin ich nicht ganz so. Also so ein Loch muss nicht unbedingt winzig sein. Ich mache das einfach ein bisschen größer. Bisher ist mir noch nie was in die Höhlen gefolgt. Und solange wie mir hier nie was reinfolgt, machen wir ein schönes großes Loch rein. Jetzt gucken wir erstmal, was es gibt. Erstmal die Höhle säubern. Ich höre schon Bienen. Keine Würmer drin. Oh. Haben wir hier wieder Exotics entdeckt? Solange wir sie uns in Ruhe lassen. Oh, guck mal, hier ist ein Nest. Von wegen. Ups. So, von wegen, solange wie sie uns in Ruhe lassen.
Direkt das Nest geplündert. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier Tolles gibt. Kohle. Exotics. Hatte ich übrigens auch in der Höhle, was ich sagte, hier bei J6. Da hatte ich auch einen Bollen Exotics. Die müssen wir bald mal nach oben schicken. Könnte ich jetzt inzwischen vier Stück abfahren. Titan. Ja, Platin bräuchte man. Können wir auch mal Titan mitnehmen. Eisen, Kupfer, Titan, Platin war so ein flacher Kupfer. Eisen, auch oberhalb Eisen. Ich habe dem immer so geschrieben, nimm dir Fundamente mit. Eisen, Titan, ja komm, das Titan nehmen wir jetzt mit. Weil das Platin solch Mangelware ist. Ja, ist vielleicht sinnvoll, wenn wir uns so eine Quelle suchen, so ein Tiefbau-Erzvorkommen. Hier hat man jetzt Gold. Oh, guck mal, Titan. Quatsch, Titan brauchen wir nicht, wir brauchen Platin. Zwei Stück nebeneinander. Kupfer, Eisen. Platin, hier haben wir's. Titan. Titanmeister, baue 200 Titan ab. Wir haben noch ein bisschen Platz. Was nehmen wir mit? Kohle bräuchte man nicht. Eisen kann man immer gebrauchen. Kupfer. Ich habe eigentlich schon ziemlich viel Eisen mitgenommen. Aber irgendwas nehmen wir mit. Wir haben natürlich auch noch eine Menge Steine einstecken. Die könnte man wegwerfen. Na komm. Ist eigentlich zu schade. Ich kann das nicht wegwerfen. Ich würde sagen, den könnte man wegwerfen und einfach Erze mitnehmen. So, das merken wir uns sicherlich nicht. Der Tiefenbohrer, da ist noch ein bisschen in Zukunft. So schnell können wir den jetzt noch nicht bauen. Titan, Aluminium, das nehmen wir noch mit. Ja, voll beladen. Auch eine schöne Höhle, oder? Schöne Höhle. Und hier gibt es ja noch einige. Gibt ja auch diesen Höhlenscanner. Es gibt so viel, was wir noch bauen könnten, was uns hier hilft. Da sind wir wieder zurück. Die Tasche voller Erze und vor allen Dingen auch voller Platinerze. Das war jetzt wichtig. Ich möchte auch nicht mehr zu viel durchlaufen lassen. Immer ein paar in Reserve. Gucken wir mal. Platin 29 sind es geworden. Aluminium lassen wir auch mit durchlaufen und Titan, das tun wir erstmal einlagern. Dann haben wir noch Stein, wir haben die Exotics. Gucken wir mal hier dazu, ja, seht ihr, sammelt sich 20, 40, 60, 80, 107 Stück. Das gute Fleisch direkt durchbraten. Honigwaben.
Ach ja, und unseren alten Bogen. Den können wir auch oben in den Schrank packen. Den nutzen wir jetzt nicht mehr. Jetzt, wo wir noch einiges Platin gefunden haben zum Reparieren, können wir uns das leisten, den Bogen zu nutzen. Die Pfeile würde ich mal wieder umwechseln, dass wir erstmal weiter bei Knochenpfeil bleiben. Vielleicht bauen wir uns noch ein paar andere, dass wir einfach so Alternativen haben. Dauert einen Moment und in der Zeit würde ich mal die Mauer aufbauen. Zehn Wände sollte genügen. Dann werden wir erstmal hier den alten Schrabel noch mal abreißen. Hält mehr wie gedacht. Würde ich mal kurz stehen lassen, da haben wir gleich einen Snap-Punkt. Ziehen. So, ein Loch müssen wir lassen für eine Tür. Tür, da haben wir jetzt auch kein Tier haben, was damit durch muss, sollte das auch genügen, wenn wir hier so einen Torbogen drin lassen. Hat schon Tiere abgewehrt. Ich habe schon gesehen, dass ein Krokodil davor festhing, hier durch wollte, nicht durchgekommen ist. Ja, machen wir es mal so. Kommt auch definitiv nicht durch den Fluss durch. Ja, und wir sind hier so halbwegs sicher. So, check, wieder was erledigt. Platinblöcke. So, wie ging das jetzt weiter? Wir brauchten gehärtetes Leder. Ah, das kann ich mir leider immer nie direkt merken. Muss ich erst ein paar Mal gebaut haben. Dann brauchten wir gehärtetes Leder und Platingewebe. Gehärtetes Leder brauchten wir das Samenöl und hier brauchten wir Platinbleche. So, die Bleche laufen. Wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht alles mal durchjagen. So, ja, und das wächst alles noch draußen, das können wir uns alles wiederholen. Mais. Oh, Berg gegenüber. Wartet mal, Mais, den sehe ich jetzt nicht so oft. Erstmal mal den Maissamen hier. Und den Rest können wir. Den können wir hier durchballern. Gucken wir mal, ob das funktioniert, ob er wirklich hier die verschiedenen Samensorten mischt. Ob dem das vollkommen egal ist, was für Samen wir haben. 8 Stück herstellen. Das läuft. Oh, der Bär zieht wieder ab. Sehr gut.
Ja, jetzt ergibt inzwischen alles einen Sinn. Wie oft habe ich diese ganzen Samen weggeschmissen, weil ich einfach nicht wusste, was man damit machen soll. Man braucht keine 100 Samen, wenn man sich hier ja, die anbauen kann. Aber wenn man so weiterverarbeitet, natürlich klar, aufheben. Alles aufheben. Ich glaube, das habt ihr auch immer gesagt, aber man kann gar nicht so viel aufheben zum Anfang. Man ist einfach überwältigt. Platingewebe. 6 Stück herstellen. Danach gehärtetes Leder. Wir hatten auch bloß 5 Stück. Das ist nicht die Welt. Den Brustpanzer haben wir. Beinschienen. Brustpanzer. Hosen gibt es wohl gar nicht. Brauchen wir 10 gehärtete Leder. Wahnsinn. Oder wir machen erstmal die Fußpanzer, brauchen wir nur 4. Machen wir den Armschutz. Fußpanzer. Fehlt noch der Helm. Und, warte mal, dann brauchen wir einmal Platingewebe. Und die Beinschienen. Das Platingewebe reicht zu. Wir brauchen bloß noch gehärtetes Leder. Es wird, es wird. Ich gucke mal kurz, was auf meinem Zettel noch draufsteht, was ich noch alles so machen wollte. Wir haben die Wand neu gebaut. Die ist erneuert. Und dann, ja, das Platinmesser. Den Bogen nutzen wir jetzt. Platin-Spitzhacke. Die wollte ich mir eigentlich noch bauen, da wir sehr viel Erze jetzt holen. Und da, glaube ich, zählt jedes Erz mehr, was wir holen. Jetzt brauchen wir 12 Platinblöcke. Okay. Hat sich erledigt. So viel haben wir nicht. Da muss ich auf jeden Fall nochmal Höhlen durchforsten. Und wir machen Schluss für heute. War eine, ich sag mal, eine Bauerkundungs-Baufolge. Ich hoffe mal, euch hat es wieder gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Lasst gern ein Däumchen da, freue ich mich drüber. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.